ersten Stock des Gebäudes ist eine Fracht. Nach Norden. Was ist die Sicherheitsstufe der Tür? 5. Aber kein Problem. Ich habe eine Karte für Stufe 5. Okay. Versuche, den Doktor zu retten. Sollten gehen. Ich komme mit. Nein. Zu grün. Verstecken Sie sich irgendwo. Ich bin nicht grün. Glauben Sie mir. Angste Unaufmerksamkeit vor dem Fall. Alles ist vorbei. Sie können nicht immer Glück haben. Ich weiß nicht, was los war. Ich konnte einfach nicht gleich schießen. Ich hatte beim Training nie Probleme. Aber als ich daran dachte, dass meine Kugeln diese Soldaten zerreißen würden, zögerte ich. Schießen auf Zielscheiben und feuern auf Menschen ist etwas ganz anderes. Schon als ich noch klein war, wollte ich Soldatin werden. Ich habe meine Gedanken und meinen Körper jeden Tag auf eine echte Kampfsituation vorbereitet. Und jetzt? Was nun? Geben Sie auf. Ich kann nicht. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Hören Sie, Meryl. Es wird jedem schlecht, nachdem er das erste Mal tötet. Aber leider wird das Töten mit jedem Mal einfacher. Im Krieg kommen all die schlechten Seiten und Gefühle des Menschen zum Vorschein. Und so vergisst man leicht auf dem Schlachtfeld, wie groß die Sünde ist. Dies ist kein Krieg. Es ist ein Terroristenangriff. Sie sind bloß etwas aufgerührt. Eine normale Reaktion auf das Kampfhoch. Ihr Adrenalinspiegel legt sich wieder. Keine Sorge. Ich habe an der Akademie alles über Kampfhochs gelernt. Wir besprechen das später. Jetzt müssen Sie hier erstmal lebendig rauskommen. Ich denke dran, wenn wir hier jemals rauskommen. Okay. Versuche das mal anders. Gehen Sie mir aus dem verdammten Weg! Dieses Stück, genau wie mein Onkel sagte. Sagte doch. Wirklichkeit hält nicht mit der Legende mit. Sie hatten wohl recht. Okay, Snake. Ich werde brav sein. Wir treffen uns, wenn ich den Doktor. Kümmern wir uns um den Sprengcode. Alles klar. Aber ich kenne diesen Bereich besser als Sie. Melden Sie sich bei Fragen. Vorsicht, ja? Ich melde mich, wenn die Frachttür offen ist. Kontakt mit einem, werden die Türen abgeschottet, Giftgas freigesetzt. Sie müssen
müssen da irgendwie durch, ohne Alarm auszulösen. Thank you.
volle Stellung! Voller Claymore-Minen. Verwenden Sie Ihren Detektor. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Deep Throat? Informant beim Watergate-Skandal. Vergessen Sie das. Es ist keine Blitzübertragung. Sind Sie in der Nähe? Hören Sie. Vor Ihnen lauert ein Panzer und wartet darauf, Sie anzugreifen. Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans.